Friends. Hier ist wieder Anni, was geht ab? Ich habe mir heute gedacht, weil ich gehe heute in Togo hin und ich wollte mir so ein Tattoo machen, wie halt jedes Kind. Viele malen ja einfach nur irgendein Motiv mit so einem Stift, ne? Also mit so einem Stifter. Irgendein Motiv auf den Arm. Perfekt, ein Tattoo. Aber nee, wir machen es heute ein eher besseres Tattoo. Dazu braucht ihr Stifte, Block Papier und müsst euch dann irgendein Motiv malen. Hier. Ich denke, ich weiß nicht, wie ich mein Handy machen soll. So. Dann malt ihr heute mit dem Stift. Ich habe jetzt mit dem genommen. Und malt da jetzt irgendwie irgendein Motiv drauf. Das ihr halt schön findet. Und malt es ein bisschen dicker. Also nicht so dünn, sondern dick. So, ich habe mir. Wenn ihr da euer Motiv fertig habt. Wartet, ich bin euch fertig. Ich muss ja noch mit Rot malen, das an die andere. So. Wollen wir mal die andere Seite hier besser machen. Gleich fertig, einen Moment. So. So sieht jetzt einfach mein Motiv aus. So. Und das müssen wir jetzt so ein bisschen reißen, dass es nicht so groß ist. Das andere Papier kann ich ja noch für andere Motive benutzen. So, wenn ihr das dann habt und es dann auch so gemacht habt, dass es so aussieht, dann seid ihr gut. Dann nehmt ihr halt das Papier. Hier haben wir das. Hier, so ein Herz. Und legt es irgendwo drauf, zum Beispiel auf euren Arm. Oder irgendwo halt. Dann braucht ihr ein bisschen ein Tuch. Also einfach ein Handtuch. Und müsst es nass halten. Also das Tuch müsst ihr nass machen. So sieht es dann aus. Also hier habe ich jetzt das drum. Wartet mal. Und das Motiv muss halt nass sein. Deswegen macht es noch ein bisschen mit dem Tuch drunter unter Wasser ganz bisschen. So sieht das jetzt aus. So, hier habe ich schon ein anderes Motiv. Ist aber schon ein bisschen abgegangen. Da seht ihr. Ja, es regnet. So, dann könnt ihr euer Motiv schauen. Könnt ihr das abmachen? Dann könnt ihr es abmachen. So sieht es dann aus. Du müsstest dann noch mal ein bisschen nass machen, also unter Wasser halten. Dass das fest ist. Und dann einfach noch mal ganz fest, also wirklich fest, ich kann jetzt das nicht mitfilmen, einfach fest auf das Tattoo drücken. Und das so ungefähr für eine Minute. Ja, eine Minute ungefähr. Oder halt 30 Sekunden. Wenn ihr es dann habt, dann könnt ihr nämlich euer Motiv, ja, das ist jetzt so, hier. Das zieht ihr jetzt ab. Warte, ich gehe mal kurz darunter. So, perfekt. So. Und könnt es dann abziehen. Und dann ist das Tattoo einfach fertig. Und ihr habt einfach richtig schön. Und sieht auch richtig schön aus. Und wenn ihr es nicht so dunkel wollt, also nicht so dunkel wollt, könnt ihr es dann einfach nur ein bisschen schmieren. Und so sieht es dann aus. Sieht sehr schön aus. Schau mal. Und es geht sogar sehr einfach. Schaut ihr mal, hier habe ich noch ein paar Motive. Habe ich schon gemacht. Und nicht vergessen, aufräumen,
Sonst kriegt ihr nämlich einen Anschuss von euren Eltern. Habe ich nämlich gestern schon bekommen, weil ich zu dumm war, das einfach wegzuräumen. Ja. Und wir kriegen nachher Besuch. Und die muss natürlich dann alles ordentlich sein. Ich habe das jetzt, ich tue das einfach da hinten rein. Merkt wahrscheinlich niemand. Und am Ende frage ich mich, Mama, wo sind meine Stifte? Ja, perfekt. Okay, für mehr solche Videos liked und abonniert gerne meinen Kanal. Und schreibt gerne in die Kommis, was ich noch ausprobieren soll. Und ja, bye, eure Anni. Bis zum nächsten Mal.